YouTuberlies und schön, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Unboxing der My Little Box. Also ich vermute, es ist die My Little Box, weil es steht nicht dran. Die Verpackung sieht aber stark danach aus. Momentan ist das einzige Paket, was mir monatlich zum Testen zugeschickt wird. Also diese Box wurde mir auch zum Testen zugeschickt. Meine Meinung ist dadurch nicht gekauft, aber deswegen steht hier oben auch Dauerwerbesendung, weil ich einfach immer wieder Produkte hochzeige und euch die genau in die Kamera halte, damit ihr sehen könnt, was das für Produkte sind. Deswegen Dauerwerbesendung. Und vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, ich werde momentan nur noch sonntags um 16 Uhr Videos hochladen. Ich habe einen neuen Job angefangen und es ist so viel mehr Arbeit, dass ich also zum Teil um 17 Uhr nach Hause komme, von morgens 7:30, also das muss man bedenken, das ist schon eine einige Zeit, für andere denken, aber ich bin danach noch nicht fertig, ich habe danach noch Nachbereitung, Vorbereitung und das schlaucht im Moment wirklich und deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, lieber ein Video, was dann gut ist, anstatt zwei, die nicht so gut sind. Das Video hier mit der Box ist immer dazwischen geschoben, weil sonst wäre es einfach zu spät und dann ist nachher der ganze Oktober rum, ich habe es dann wieder nicht gezeigt. Deswegen schiebe ich das dazwischen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und bleibt trotz meiner treuen Abonnenten. Freue mich auch auf alle, die jetzt neu dazugeschaltet haben. Vielen Dank, dass ihr hier seid und hoffe, ihr bleibt ein bisschen. Wir fangen an, das Ganze auszupacken. Also ich habe es noch nicht geöffnet. Und der Inhalt sieht genauso aus wie der Karton. Ihr müsst aber bedenken, wie viel Druckkosten sind das bitte? Das Kartönchen auch noch von außen gedruckt. Nein. Okay, die Box ist etwas schmaler als sonst, sonst sind die so ein bisschen höher. Aber wie immer sehr, sehr schön. Auch von hier außen steht nichts dran. Doch hier. Hier steht dran Estee Lauder mit My Little Box. Also ich gehe davon schwer aus, dass es halt die My Little Box ist. Das steht jetzt auch drauf. Mit einer Kooperation von Estee Lauder. Mega gut. Ich habe die Double Wear Foundation von Estee Lauder und liebe sie. Das ist so mein Favorite. Oh mein Gott. Das ist, warum ich My Little Box liebe. Seht ihr, wie das verpackt ist? So verpackt man so Hochzeitskarten oder so wirklich liebe Geschenke verpackt man so. Darauf stehe ich total. Das ist einfach mal schön. Das will man gar nicht öffnen, aber das Paket an sich ist auch schon so schön. So, da drin ist so eine Karte mit einem Sprüchlein. Und zwar, wenn der Herbst bei euch einklopft, dann bestimmt nicht, um drin mit euch Tee zu trinken. Er lädt euch ein, rauszugehen. Also geht vor die Tür und schaut euch die ockerfarbenen Blätter an. Atmet den Duft der Wälder ein. Sperrt euch nicht zu Hause ein, um die kalte Jahreszeit zu überstehen. Ich liebe die kalte Jahreszeit. Also ich bin voll das Herbstkind. Ist jetzt auch meinem Outfit. Also ich mag diese Töne einfach. Ja. Also so sieht das Ganze aus. Das Blümchen mache ich. Oder ich habe so eine Kornähre in Rot gefärbt. Macht so gut das Ohrring. Dann ist hier ein Inspirationsbuch. Also ich sag mal so ein paar Seiten hiervon. Und das kommt jetzt die leere Seite und so vorne mal so eine leere Seite. Und ich mag solche Bücher. Ich habe die immer auf meinem Schreibtisch liegen. Da sind immer die wichtigsten Sachen drin, die ich nicht vergessen darf am Tag, dass ich sie noch mitteile und meinen Schülern weitergebe. Sowas liegt immer vom Schreibtisch und das ist mal ein schönes Buch. Das werde ich auch direkt dahin legen. Sowas mag ich sehr. Also ich finde auch, so Bücher kann man irgendwie nicht genug haben. Andere haben sowas vielleicht nicht so gerne, aber ich finde das gut. So, jetzt haben wir hier ein Tütchen. Oder was ist hier? Ah nein, es hat so... Das ist ein, wie nennt man das nochmal? Ein Kulturbeutel, genau. Ein Kulturbeutel, übrigens ein sehr schöner Kulturbeutel. Den in der Mitte kann man wohl noch abmachen. Der ist mit so einem Druckknopf. Sowas finde ich ja wirklich schön, vor allem kann man ihn dann auch wirklich überall hinhängen. Ich habe so einen, der ist aber nicht so schön und ich glaube, das wird da mein neuer Kulturbeutel. Ich hoffe, das große Fach hier oben ist auch groß genug, weil ich wirklich alles reinstecke. Aber es ist etwas klein, das geht nicht ganz so weit, es geht nur bis hier. Und das ist das erste Produkt drin. Ein, wirklich von Estee Lauder, krass. Ein Pure Color Love Shine Liquid Lip Brilliant in der Farbe 300 Mandarin Mesh. Den werde ich direkt mal ausprobieren. Hab's da Lippenstift drauf, aber kann man ja abmachen. Wow. Wow, was für eine... Wow. Was für eine Orange. Das ist genau meine Farbe. Ich stehe auf sowas. Also es ist, glaube ich, mehr so ein Lip Gloss. Wonach riecht das denn? Ah, ist ein bisschen vanillig. Hat ein bisschen was von meiner Duftkerze momentan, die ich anhabe mit Pumpkin. Tolle Farbe. Ich hier mache die mal drauf. Also beziehungsweise ich mache den alten ab und mache den jetzt mal drauf. Ich
Ich finde, der passt perfekt zu diesem Outfit gerade. Krass. Ja, was soll ich sagen? Ich finde die Farbe super. Es klebt jetzt noch ein bisschen. Und ich würde ihn mit einem Lippenumrandungsstift auftragen. Ist dann so ein bisschen besser vom Halt her. Aber was sagt ihr? Also die passt super zu meinem Outfit. Besser als den ich vorher drauf hatte. Das will ich mir. Tolle Sache von Estee Lauder. Dazu freue ich mich mega. Ich bin auf meine anderen Täschchen gespannt. Hier ist auch noch irgendwas drin. Wir fühlen mal da. Was haben wir denn hier? Ein Estee Lauder Day Wear BB Cream. Steht keine Farbe dran bis jetzt. Vielleicht in der Verpackung selber. Ja, das kann ich jetzt nicht ausprobieren. Ich habe jetzt schon Make-up drauf und ja. Medium. Medium ist super. Das könnte passen. Ja, ist sogar etwas dunkel, sehe ich gerade. Also ich habe es jetzt mal drauf. Es ist sehr zähflüssig, die BB-Cream. Ich lege jetzt immer noch den roten Stift von eben drunter. Ja, also der ist etwas zu dunkel im Moment für mich. Riecht für mich sehr neutral. Also, aber ja, also ich kann es jetzt gerade nicht tragen. Das ist leider einen Monat zu spät für diese Creme. Kann aber noch werden. Oder ich verschenke es an meine Mama. Die ist ein bisschen dunkler vom Hauttyp. Die wird sowas bestimmt gerne mögen. Und ja, es ist auch blöd, wenn es bei mir rumliegt und dann schlecht wird. Beziehungsweise irgendwann nicht mehr so den Sinn und Zweck erfüllt. Deswegen verschenke ich sowas einfach auch gerne an meine Mama, die, wie gesagt, einen dunkleren Hauttyp hat als ich. Aber tolles Produkt. Auch das von Estee Lauder. Ich werde euch die Produkte mal unten in der Infobox verlinken, wie viel sie gekostet hätten, wenn ich sie normal gekauft hätte. So, jetzt haben wir unten noch ein Fächlein übrig. Und etwas größer. Das ist ein, ich glaube, eine Haarmaske. Ja, eine Haarmaske. Pflegekur, und das ist echt super, denn ich habe keine mehr und habe mir schon heute Abend geblickt, so, boah, ich gehe nicht raus zum Friseur. Die wird dir den Kopf abreißen, wenn du dich jetzt langsam eine Pflege reinmachst, weil ich habe so trockene und schreckliche Spitzen und Haare im Moment. Da kommt das genau richtig. Ja, was steht hier noch drin? Safrankapseln und Kornblumenstempel. 10 Minuten. Okay, 10 Minuten ist für mich immer eine Tortur, wenn ich Sachen 10 Minuten einwirken lassen muss, weil ich einfach nicht weiß, was ich in der Zeit machen soll. Also manche waschen sich ja mal im Kopf. Ich sitze dann in der Liege in der Badewanne und unter der Dusche mache ich auch nicht das Wasser aus. Das finde ich immer blöd, so 10 Minuten ist nicht so meins. Das riecht wie eine gute Handcreme. Angenehm. Angenehmer Duft. Also das finde ich auch sehr, sehr gut. Meine Beauty-Hasen, das war's von mir und meinem Unboxing der My Little Box Oktober 2018. Ganz klarer Gewinner ist für mich einmal dieser Kulturbeutel und dieser Lippenstift, beziehungsweise Lipgloss in der Farbe 300. Ich finde die Farbe super schön und passt mega gut zu meinem Outfit, wie ich finde. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das? Bin gespannt, was ihr sagt. Vergesst nicht mehr einen Daumen da zu lassen, wenn das Video euch gefallen hat. Und ein Abo hier unten. Freue mich wie immer. Und vergesst auch nicht, hier oben am Gewinnspiel teilzunehmen bei dem Video. Das Gewinnspiel wird am Sonntag, also Sonntag, einschalten, meine Lieben. Da wird es endlich verlosen. Ich sage, wer das mega, mega Packaging bekommt mit diesen mega Beauty-Sachen drin. Also schaltet auf jeden Fall alle am Sonntag ein. Und ja, bis dahin eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.